Ich denke, der Ausgangspunkt ist, dass das eine gute Einigung ist, weil sie mit vielen Auflagen verbunden ist auf drei Grundlagen, die Gesetze, die Konditionen und dann der Privatisierungsfonds. Aber das Wichtigste ist, ehe wir die ESM-Verhandlungen aufnehmen können, muss das griechische Parlament dieses Paket billigen. Und wenn das Parlament es billigt, dann können wir erwägen, ESM-Verhandlungen aufzunehmen. Ich denke, es ist nicht mehr grau, sondern es ist schwarz und weiß und ich hoffe, dass das griechische Parlament für das Paket stimmt. Und was ist denn nun konkret möglich? Das werden wir sehen nachher um 15 Uhr. Aber ich denke, wir werden einen langen Abend vor uns haben und es tut mir leid für die Journalisten. Nach der Einigung, die heute Nacht erzielt wurde, muss die griechische Regierung sofortige Maßnahmen einleiten und davon hängt ab, was wir denn bei der Brückenfinanzierung vielleicht machen können. Ein Abkommen muss natürlich auch umgesetzt werden und ich glaube, wir können da von der griechischen Regierung erwarten, dass sie das umsetzt.